So, wird doch langsam, ha? Wunderschön. Wunderschön. Ey, sag mal, wir haben das Dach drauf, oder was? Jetzt müssen wir dann noch innen die Wände setzen. Das kommt als nächstes dann auch noch. Weißt du, und Code Blue ist an der ganzen Geschichte irgendwie nie da, ja? Und kommt dann irgendwann und sagt, oh ja, das habt ihr aber schön gemacht. Ja, der drückt sich halt wieder von der Arbeit, das ist typisch. So ist er halt. Typische Büroleute. Die Büroleute auch noch? Natürlich. Sind alle Büroleute da einfach so... Ja, sicher habe ich jetzt einfach alle in einen Topf reingeschmissen. Okay. 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 Na gut. Du hast ja auch gar nicht so unrecht, aber ja. Naja, weiß ich nicht. Geht ja zum Glück ratz, der Fatze hier. Liebenberger Löwen, hallöchen! Markus der Frage gesagt, Moment, Büroleute, was ist da los? Ja. Ja, Markus hat es bei mir auch gerade geschrieben. Moment, Büroleute. Ey, ich. Bitte was? Dach ist drauf? Schnell ein Refund von der Subbomb, bevor ich ihn mache. So nicht! Du bekommst heute keine Subs von mir. Oh, Patzi, schau dir das mal an. Ja. Stress mich. Wie stress wenig! Ich hab gesagt, schau dir das mal an und du läufst hier eh rum. Ja. Dach ist drauf. Geil, oder? Schön. Ja, schon. Sei doch mal ein bisschen enthusiastisch. Ja, es ist wunderschön. Danke. Ich hab noch nie so etwas Schönes gesehen. Ja, das will ich aber verdammt nochmal hoffen. Ja. Das war gelogen, aber. Ist mir egal. Hauptsache du sagst es. Hauptsache ich sage, ne? Ich sage immer das, was man hören will. Ja, das ist wichtig. Also. Dann hat man am wenigsten Probleme. So, nächste Baustelle. Partybert. Was machen wir jetzt? Moin, Zwerki. Dela, dankeschön für dein Prime im 2. Monat. Vielen Dank. Auf. Was ist denn da los jetzt? Also, was wir brauchen, sind noch mehr Wände. Wir müssen, Patzi, das überlasse ich deinen fähigen Händen hier. Was? Schmeiß mal ganz kurz hier mein Zeug ab. Genau. Wir müssen hier. Also ich hole jetzt Lampen, dann müssen wir Lampen oben drauflegen. Ja, damit könntest du eine Batterie eventuell holen, dass wir vielleicht hier noch eine Batterie irgendwie hin platzieren. Warte, Patzi, bleib mal hier. Dann nicht die Batterie. Mit der fange ich doch gar nicht an. Ich weiß auch nicht. Für was brauchen wir jetzt eigentlich die Wände? Damit, wir müssen da Räume reinbauen. Du brauchst doch eine eigene Bude. Jeder hier kriegt einen eigenen Raum. Einen Raum für Zappes, einen Raum für dich, einen für mich, einen für Koblu. Jeder hat seinen eigenen Raum. Hey, ein bisschen Privatsphäre ist wichtig. Frag mal Koblu, der steht unten im Gang und pennt, ja? Das ist nicht sehr schön. Glaub mir, alles ist schöner als das. Ich glaube, Blue ist das schon gewöhnt. Der... Schiniert sich gar nichts mehr, oder was? Der mag das so. Seit wann geht der Lift wieder? Seit diesem Stream hier. Ist magisch, einfach. Ich wette mit dir, wenn wir jetzt hergehen würden und sagen würden, weißt du was? Lass uns da die Atmosphäre rausziehen, würde auch gar kein Problem entstehen. Weil nur wenn du an diesem blöden Lift rumfingerst, passiert das. Nur dann. Wer kommt in den Keller? Das ist richtig. Wir hatten ursprünglich die Idee gehabt. Wir hatten die Idee gehabt, dass der Aufzug auch hier unten in der Base direkt rauskommt und mit einer Schleuse, verbunden wird. Da wir aber den Aufzugschacht nicht dicht bekommen haben, weil da Atmosphäre gespawnt ist, durch den Aufzug selber, hatten wir immer bisher die Probleme gehabt.
Wir haben jetzt gerade eher Schwierigkeiten, wie man die Raumgestaltung hier oben macht. Einfach Räume reinziehen, oder? Schaust du halt einfach, dass so wie jeder Raum gleich groß ist. Müsste eigentlich gehen, oder? Ja, schon. Das weiß ich nicht, wie. Was ich möchte. Ein Party. Ich weiß, du machst es mit Liebe. So, Blue bekommt das so ein Quadratmeter. Ich bring noch mehr Wände mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen mehr Wände da oben. Ja, das definitiv. Und mehr Sheets. Weil wir müssen das ja doppelt verkleiden und die Decke muss ja, müssen wir dann auch noch machen. Also wir haben noch einiges vor da oben. Kabel hast du gemacht, ne? Nein. Achso, sorry, ich habe das voll, das war jetzt nicht auf deine Frage mit Kabel bezogen, sondern ich habe die falschen Wände verwendet. Und vor allem welche Kabel? Manche behaupten, ein Zwerg kommt in den Keller. Hey, Moment mal, ja. Ich will auch mit den anderen wohnen. Ich bin ein solidarisch. Ich bin ein Gesellschaftszwerg, ja. Zwerg benötigt wenig Raum, der ist ein Zwerg, ja. Das, ja, aber mein Kryopod ist trotzdem genauso groß wie deiner. Wer bist du? Da bekommst du eine Sonderanfertigung. Brown? Ohne Fenster 700 Euro kalt, ja. Nee, das ist auch die falsche, die gefällt mir auch nicht. So. Die kommt auch mit. Auch einfach nur heischlich. Einfach nur heischlich, diese Dings da. Kryotube. Im Keller ist sicher auch gesellig, da ist ja niemand. Ja. Oh ja, zapp es ab und zu mal. Ja, momentan aber auch nicht so, ne? Wo ist Zappes? Das ist die Frage. Ich bin im Gewächshaus. Ah! Könnten rein theoretisch machen 4 Räume und alle sind vom Aufzug aus betretbar. Ja, genau. Das ist eine coole Idee. Sind zwar die Räume riesengroß, aber jeder im privaten Aufzug, schau. Im privaten Aufzug? Willst du jetzt 4 Türme dahin bauen? Ja, jetzt bauen wir 4 Türme. What's this? What's about this? Da sind doch tatsächlich welche gelandet. Oh, die brauchen alle. Oh, die muss ich alle in der Hand transportieren. Warte mal. Da müssen wir umdisponieren hier oben. Okay, ich habe schon die ersten 2 Kryotypes, ja. 3. Da kommt noch eine und dann haben wir alle für jeden eine Röhre zum Pennen. Wenn wir jetzt Code Blue, wenn Pazzi einen Zugang aus der Base für den Aufzug hätte, dann könnten wir Code Blue in den Aufzug schieben und bis in seine Bude hoch transportieren. Da setzt aber voraus, dass da oben natürlich auch angenehm ist, ne? Also ich habe den Tipp jetzt bekommen, jeder bekommt einen eigenen Strom- und Wasserzähler, das finde ich auch. Beim Stromzähler sehe ich. Ja, nur weil Code Blue halt jeden Tag 2 Stunden duschen will, ist das noch kein Grund auszurasten. Also ich sehe das auf jeden Fall mit Strom. Mit Wasser ist mir egal. Weil du dich daran nicht kümmern musst, oder was? Ja, genau. Ja, Wasser müssen wir auch noch hochlegen, ja.
Wasser ist die nächste Geschichte. Den ganzen Turm zu klimatisieren und zu belüften ist sicher interessant, ja. Ja, wobei die Klimatisierung relativ einfach gehen würde am Ende. Weil wir eine Klimaanlage da reinstellen müssen. Achso, was mache ich denn eigentlich, Mensch? Am Ende müssen wir eine Klimaanlage reinstellen, die die Temperatur da oben einfach nur hält. Wir liefern frische Luft rein und saugen die verbrauchte Luft ab. Da habe ich mir tatsächlich schon Gedanken gemacht, wie wir das hinbekommen. Warte, man muss nicht heizen. Was sagt das nicht? Mhm. Wahrscheinlich heizt also, unsere Klimaanlage die ganze Zeit durch, weil die Luft, ja, die aus den, ja, Tanks kommt, saukalt ist. Wir haben teilweise das Problem, dass es uns auf der Venus zu kalt wird. Ja, wir frieren immer. Ah, okay. Pazi, ich schmeiß mal ganz kurz hier ein paar Sachen ab. Mhm. Tun Sie das? So, ein bisschen Stuff für dich. Rohre behalte ich. Dann machen wir Folgendes. Pazi, welcher Raum ist, okay, ein welcher? Für wen ist ein welcher Raum? Weißt du das schon? Nee, das ist mir egal. Ich möchte den schönsten Raum haben. Du hast immer den schönsten Raum. Also hier so irgendwie, wo einfach schön Ebene einfach... Okay, dann pass auf. Den Raum mehr für dich? Hier? Ja, den nehme ich mir. Welchen? Den hier? Den da. Den hier drüben? Ja. Willst du aufrecht... Oder warte. Hier geht die Sonne auf. Ne? Hier geht, ja, die Sonne auf, ja, an der Seite. Willst, ja, du zur Sonne schauen? Ja, natürlich. Aufrecht oder liegend? Aufrecht. Ich möchte die Sonne begrüßen mit meinem Astralkörper. Was brauchen wir denn dafür? Deconstruct? Iron Sheets, die habe ich nicht dabei. Okay, muss ich Iron Sheets noch mitbringen? Richtig. Das ist nicht richtig, das war klar. Ich schmeiß die mal hier ganz kurz ab. So, dann hole ich die Iron Sheets noch. Ich bringe jetzt in jeden Raum, oder in jedem Raum liegt jetzt ein Kit, also ein Bauteil dafür. Pazi, die Treppe brauchen wir doch noch, oder? Für die Lampen. Ja. Aber ich habe sie jetzt einmal weggemacht, weil die im Weg gewesen wäre wegen der Raumaufteilung. Okay. Ganz kurz, ich baue jetzt hier zwischen deine Raumaufteilung, muss ich nochmal ganz kurz was anbauen. Und zwar, wir brauchen noch eine Belüftung und eine Entlüftung für die einzelnen Räume. Und ich lege das so rein, dass die Waste-Geschichte vorne raus, also hinten aus dem Raum kommt. Ungefähr hier so. So. Müssen wir mal schauen, ob das dann geht oder so. Das müssen wir ein bisschen umbauen, als das, was ich ursprünglich geplant habe, ist ein bisschen zu einfach gewesen. Und dann lege ich direkt da drüber, kommt dann die andere Geschichte. Das ist Geklicke permanent, wenn der Chip automatisch die Ventilation macht. Irritierend. Das ist voll, sehr irritierend, ja. Ja, ja. Vor allem, ich permanent, was jetzt passiert. Und ich denke mir jedes Mal mega cool einfach. Ja, das schon, weil kann ich nicht mehr ersticken und Chat ist arbeitslos. Momentan ja, tatsächlich, ne? Ja. Das war's. Gebrochen. Die mehr. Macht gebrochen, ja. Ja. Die haben jetzt da nichts mehr zum Sagen hier. Ganz so einfach. So sieht's aus. Okay, jetzt muss das Ding wieder abgerissen werden hier. Und wieder die Automatisierung kostet Arbeitsplätze. So. Ja,
Schritt. Oh. Ah, da gehen wir lieber auf die Seite, weil wenn die Wände voll spaziert sind, würde uns sonst nur aufregen, wenn ich das alles nachher wieder umwenden darf. Das ist immer richtig, richtig. Die einzige Gefahr, die man hat bei der ganzen Automatisierung, ist, dass man nicht mehr drauf achtet. Ja. Dass du gar nicht mehr drauf achtest, wie viel Waste du da noch hast oder so. Ja, das ist einfach komplett weg, ne? Also das mit dem Waste, da kriegt ihr einen guten Hinweis, weil wenn der Waste-Tank so viel Druck hat, dass die Filter nicht mehr dagegen ankommen, dann kriegt ihr eine Lungenwarnung. Okay. Also wenn ihr jetzt noch eine Lungenwarnung kriegt, dann heißt das, dass ihr euren Waste-Tank sofort ausleeren müsst. Okay. Katzenmaus, moin und Winston, grüß dich, genauso wie Kirito. Euch allen einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich muss mal meine Lunge vielleicht auch reparieren. Ne? Da ist ein bisschen viel, sagen wir mal, Unglücke sind da passiert und Sachen wurden nicht gemacht und so. Es war wild. Wieder einen Lungenschaden. Weniger rauchen. Nee, das ist mein Lungenschaden ist, wie soll ich sagen, es ist einfach passiert, ja. Wir wollen da nicht drüber reden weiter. Nichts passiert einfach so. Es wurden Fehlentscheidungen getroffen. Das klingt schon wieder nach dir. Wir haben keine Dinge, du hast die Bodenplatten nicht mitgebracht. Natürlich nicht. Hast du damit gerechnet, dass ich daran denke? Ducktape repariert alles, ja, auch Lungen. Ducktape! Auch Lungen werden repariert aufgrund von Ducktape. Das schaut jetzt gar nicht mal so schlecht aus, ne? Wenn wir das so laufen lassen, wirkt eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, also ich kann mir das, ich erkläre mir so, das ist die Welt, ne? Das ist okay. Kündige. Das wird schon bei mir. Ja, die Wille, einen wunderschönen guten Abend, hi! Ihr könnt nicht mehr kündigen, weil ihr seid ja schon eure Arbeit los. Was ist denn da los? Weißt du, worauf ich mich richtig freue? Oder wisst ihr beide, worauf ich mich richtig freue? Auf was? Wenn wir oben die Bude leer gepumpt haben, Sauerstoffgemisch reingepumpt haben und da oben atmen können ohne Helm und essen können ohne Helm. Da habe ich richtig Bock drauf. Katzenboss, danke für dein Follow. Ich meine, das wird noch ein bisschen dauern, aber jetzt nicht mehr ewig tatsächlich. Weil... Die Geschichte, die ganze Mischerei, das kann man relativ schnell umsetzen. Das ist ein cooler Kündigungsspruch. Du wurdest zum Kunden befördert. Ich habe eine Beförderung für dich. Du wurdest zum Kunden befördert. So, Partybert, was brauchen wir jetzt oben? Sag mal. Railing, Bodenplatten. Ja, Bodenplatten brauchen halt enorm viel Platz im Inventar, ne? Ja, ich brauch die ja für die Terrasse. Ja, ich bring mit, was ich kann. Muss ich gucken, ey. Das ist ganz so... Also wir brauchen noch ein Stack, mindestens einen Stack. Wenn nicht sogar zwei Stacks. Spin, no border, nee. Padded, no border, nee. Padding. Bin irritiert. Ja, die Wand. Ich das Padding. Ich verstehe das alles nicht. Jetzt haben wir zweimal das. Das müsste reichen für den Moment. Dann haben wir für Partybert. Also wir brauchen einmal Floor. Davon bringe ich mal 30 Stück mit. Und eine große Batterie. Die große Batterie drucke ich dir sofort. Oder warte mal, nee, da haben wir wahrscheinlich keine mehr. Lampen und ein Transformator. Lampen auch nochmal. Ein Transformator. Ich denke mal, nur normalen, drei, was brauchst du für einen mittleren Transformator da oben oder willst du einen großen setzen? Ja, mittlerer reicht. Was braucht man für einen mittleren? Zwei? Drei von den kleinen. Dann produziere ich dir schnell drei kleine. Ah, da sind nochmal Lichter. Ja, okay. Passive Vents brauchen wir nicht. Wir brauchen, und Ventile. 8 Stück. Ich gehe gar nicht, dass mein Kopfkino haben kann. Verstehe ich gar nicht. Okay, es sind jetzt 5 geworden, Party.
Und dann brauchst du noch was genau? Large Battery, ne? Large Battery, ja. Battery Large. Okay. Kommt. Eine? Zwei? Eine, ne? Ich platziere mit dir sowas von übel. Eine oder zwei, Party? Eine reicht für hier oben, glaube ich. Da läuft ja nichts, was viel Strom braucht, oder? Ja. Brauchst du noch irgendwelche Padded Walls, irgendwelche Steel Sheets oder sowas? Nee, Railing wären da vielleicht noch nicht schlecht. Gut. Aber die Verwenden brauchen halt auch so viel Platz im Inventar. Warte. Ja, aber wir können ja, ich bringe ja wenigstens mal welche. Warte, haben wir nicht davon eh noch welche rumliegen? Ja, woher? Haben wir, glaube ich, schon. Wie denn Floors, Floor. Nee. Oh ja, ich habe vorhin welche. Neun sind noch da. Dann war's das aber. Außer die sind schon wieder irgendwo versteckt, aber ansonsten haben wir 9. Gut, dann bringe ich jetzt mal die Ladung nach oben. Dann habe ich da wieder einen Ticken, was ich oben weiterbauen kann. Zappes, magst du liegend oder stehend schlafen? Das ist mir eigentlich wurscht. Okay. Ich würde sagen liegend, ne? Man muss ja auch also den Nacken schonen dann irgendwann. Alles, was du sagst. Ja. Jawohl, Chef. Nee, das ist wichtig, ja. Die Schlafhygiene, meine Lieben, ja. Schlafhygiene. Schlafhygiene, Schmachhygiene, sag ich immer. Ja, eben. Und deswegen hast du morgen Muskelkater. Ja, deswegen hast du morgen Muskelkater. Genau deswegen. Nur deswegen. Und so ausschließlich deswegen. So, die letzte Leitung, die in diesem ganzen Konstrukt hochgeht, ist dann Wasser für alle Räume nochmal. Aber das wird anders verlegt als jetzt die Sauerstoffgeschichten, weil Wasser müssen wir einfach nur generell anschließen. Da können wir auch unten einen Verteiler setzen. So, pass auf, dann schmeiße ich jetzt mal hier in die Mitte. Ach nee, da ist auch noch ein Zugang. Was ist das für? Ach, das ist der Versorgungsraum, oder was? Pazi? Ja? Was sind diese mittleren Räume? Flur. Damit wir nicht immer durch die Räume gehen müssen, wenn wir auf den Balkon nur gehen wollen. Ach so. Ah, okay. Ja, okay. Dann pass auf, dann tue ich... Dann sind auch alle Räume gleich groß, weil sonst wäre immer einer unterschiedlich groß. Sind da schon... Ja, da sind schon Scheiben drin, ne? Ja. Okay, hier den einen Raum, wo genau gegenüber des Ausgangs, da schmeiße ich dir jetzt mal alles Zeug hin, was ich so dabei habe für dich. Also, was noch fehlt. Türen. Ja, kommen als nächstes. Hättest du irgendwelche besonderen Wünsche für deine Türen? Ja, also ich glaube für die Räume wahrscheinlich diese Indoor-Türen und sonst eben diese Schleusentüren für die Terrasse. Okay, dann mache ich jetzt als allererstes erstmal den Sauerstoff hier noch startklar. Das war falsch. Oh Mist, ey. Mein Stream spinnt schon wieder herum. Wieso? Schon wieder Chat abgebrochen. Das passiert manchmal. Wenn ja. Twitch besonders überlastet ist, das erste, was bei Twitch drauf geht, ist der Chat. Ja. Was ich total schwierig finde. Aber das Letzte, was also am längsten funktioniert, wenn die Twitch-Server kurz vorm Abschmieren sind, ist der Audio. Weil der halt am wenigsten Bandbreite braucht. Ja. Ja. Nein, nicht der Chat. Ja, Leute, schreibt schnell rein, weil sonst da haben wir keinen Chat mehr, Leute. Ihr müsst mehr schreiben. Wenn ihr weniger schreibt, also es müssen jetzt alle müssen jetzt da was in den Chat schreiben. Skaki sagt, Indoor-Türen sind nicht luftdicht, nur so als Bemerkung. Doch, die normalen Glastüren, die du innen bauen kannst, die sind doch luftdicht. Luftdicht. Na sicher. Klar, die haben wir damals in der Mars Base ja auch im Gewächshaus gehabt, um im Zweifel zumachen zu können.
Oder welche meinst du? Rolltore vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich wüsste, nee, also wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, welche du meinst. Achso, ich habe ja noch eine andere Geschichte. Was ist denn hier eigentlich? Was kommt denn hier rein? Weiß keiner so genau noch. So, dann hier. Schweißgerät wahrscheinlich, oder? Ja. Nee, das ist falsch rum. Das ist genau falsch rum. Moment. Abbruch, Abbruch. Das. Müssen wir Parzis auch nochmal drehen. Es gibt auch andere Türen für innen. Müssen wir nochmal drüber reden, dann später. Parzi, hast du noch Glas dabei? Ja. Ach, und Parzi, magst du mir mal ganz kurz diese Dosenpommes mal ganz entspannt mir einen Happen voll geben? Weiß nicht. Also, sie sind sehr nahrhaft. Der hat Zappes mit Liebe angebaut und eingedost. Ich danke dir vielmals. Kannst du mir einen Riegel einverleiben, bitte? Na klar. Warte kurz, ich nehme mal einen Schweißgerät. Tilt. Was? Oh je. Ja, einfach bei mir im Chat. Ich habe ja gesagt, das sollen ja alles was in den Chat reinschreiben. Das tun sie. Alle? Also nicht alle, aber ein das paar. Ich verurteile das. Ja. Also, ja, ich verurteile das auch. Hast du jetzt an mein Glas gedacht? An ein Glas? Welches Glas? Ein Glas-Sheet. Wie viel brauchst du? Eigentlich im Prinzip 4. Danke. Das sind ungefähr 4. Das sollte reichen, sagst du? Das sind ungefähr 4. Dann reiße ich deins nochmal ab. Die Frage, wollen wir von den Räumen auch nach draußen gehen? Das Problem ist halt, weil wir eine Schleuse benötigen werden, um auf die Terrasse gehen zu können. Ich glaube, so rum ist richtig. Habe ich es doch richtig gebaut? Ich weiß es doch nicht. Oh ja, habe ich richtig gebaut. Parzi, magst du mal kurz, weißt du? Was? Dein Zuhause ist fertig. Mein Zuhause ist fertig? Ja. Soll ich Probe legen? Kannst du mal probieren, ja, aber wir haben noch keinen Saft drauf. Ja. Na, oh, es geht! Hopp! Ach, wie nice! Ich geh auch mal da. Also. Hey, gehst du bitte raus aus meinem Bett? Ich will das nur mal testen. Oh, das ist nett hier drin! Ich komme hier nie mehr raus. Ja, das wär's jetzt gewesen. Du darfst zweimal draufklicken und dann ist vorbei. Zweimal hast du einen Saft drauf. Oh, ist ja wunderschön, ey. So, als nächstes. Zweimal. Als nächstes baue ich dann natürlich. Ich habe die liegende Röhre. Parzi, magst du mal Probe liegen? In der liegenden Röhre? Da fühle ich mich ja wie Schneewittchen. Ja? Schau mal, vielleicht sehe ich dich ja. Ja. Oh nein! Zwergmädchen! Nein! Ja, warte, muss ich aufmachen. Aha, warte! So, ich bin mal raus. Leg dich doch mal rein, ich wollte versuchen, ob ich aufmachen kann. Du kannst nicht aufmachen, wenn ich drin lieg. Ist impossible. Ich hab abgesperrt. Ja, ich wollte einfach nur abschalten. Einfach nur abschalten? Ja, da ist auch eine Anzeige, da ist ein Datenport sogar dran. Das ist ja geil. Stromdatenport? Also, wie gesagt, das müssen wir halt noch anschließen dann, aber. Mir fällt gerade was ganz Doofes auf. Könnten wir. Da kommst du jetzt früh drauf. Pass auf. Parzibert. Ne. Schau mal bitte. Wenn du. Wir wollen ja hier eine Luftgemisch reinfüllen, ne? Mhm. Schau mal durch den Boden.
Was ist damit? Wenn wir hier überall Luft reinfüllen wollen, dann wird der ganze Turm entweder entlüftet, ja, und belüftet mit Sauerstoff. Mhm. Oder nicht. Wir müssen, ich habe keine Ahnung. Ja, wir müssen den gesamten Turm halt machen. Ja, wir können den gesamten Turm zu einem eigenen Bereich erklären und mit Waste abtanken. Die Frage ist nur, was passiert, wenn wir es tun? Ja, weil ja momentan ist der Turm, er erzeugt ja keinen Druck mehr, weil er die Venus-Atmosphäre schon hat. Ja. Die Frage ist, wenn ich hier was wegnehme, fangen die ganzen Aufzüge dann an, wieder auszugasen.